Oh. Oh, wow. Oh, toll. Hallo zusammen und herzlich willkommen bei iHelly. Heute ist Montag, der 23. November, ein Tag nach Totensonntag. Und das bedeutet, ab heute darf man erstens offiziell wieder Weihnachtsmusik hören. Wunderschön. Und man darf ebenfalls ab heute auch wieder offiziell weihnachtlich schmücken. Tada! Ist das nicht wunderschön weihnachtlich? Ich liebe diese Weihnachtsstimmung und freue mich sehr auf das Fest auch in diesem Jahr. Und etwas hat mir die Weihnachtsstimmung schon in der Vorweihnachtszeit jetzt versüßt, denn ich habe bei der lieben Jasmin, aka Zippy, bei einem Gewinnspiel mitgemacht. Da konnte man nämlich ihr neues Buch, Zickiger Zuckerguss, gewinnen und eine tolle Teetasse dazu. Und ja, was soll ich sagen? Ich bin einer der drei Gewinnerinnen und habe gestern das Paket zugeschickt bekommen und wollte heute, wenn man denn ab heute endlich dann weihnachtliche Stimmung verbreiten kann, mit euch ein kleines weihnachtliches Unboxing dazu machen. Zickiger Zuckerguss ist übrigens der zweite Teil, denn es gab letztes Jahr schon den ersten Teil der Geschichte, der heißt Himmeldonnerglöckchen, und darin geht es ganz grob umfasst um die kleine Osterhäsin Hopsi, die aber gar keine Osterhäsin sein möchte, denn sie will lieber eine Weihnachtshäsin sein. Und gerät somit in die Weihnachtswerkstatt und trifft dort zum Beispiel den lustigen Wichtel Michi, der immer wunderschön fluchen kann. Ja, und es ist eine zuckersüße, goldige Geschichte einfach. Und ja, wie gesagt, jetzt in diesem Jahr gibt es schon den zweiten Teil, Zickiger Zuckerguss. Und ich habe ihn gewonnen und ich würde sagen, ich nehme jetzt mal das Paket und wir schauen gemeinsam rein. Tada! Da ist die Bombe. Ist ganz schön schwer. Und ich habe natürlich, wie ihr seht, schon vorgearbeitet, damit es dann beim Aufratschen nicht so raschelt. Deswegen ist die Kiste schon auf. Aber hier ist Papier drüber. Ich habe noch nicht reingeguckt. Das machen wir jetzt gemeinsam. Und als erstes kommt mir hier eine kleine Verpackung entgegen, von der ich denke, dass doch da vielleicht die Tasse drin sein wird. Und da schauen wir doch mal gemeinsam rein. Das hat die Zippy aber ganz artig und bruchsicher verpackt, muss man mal sagen. Sehr gut. Oh, wie wunderschön. Oh mein Gott, ist das süß. Oh, toll. Ich halte sie mal in die Kamera. Ist sie nicht wunderschön? Eine richtig tolle Tasse, auch von der Größe richtig schön angenehm mit dem Logo, mit dem Cover zum Buch Zickiger Zuckerguss. Es ist einfach grandios, toll. Oh, ich freue mich schon darauf, daraus meinen ersten weihnachtlichen Tee oder Kakao zu trinken. Yay! Oh, oh wow, oh toll. Also erstmal haben wir hier noch ganz viele tolle kleine Stickerchen von Himmeldonnerglöckchen und vom zickigen Zuckerguss. Das sind ganz viele kleine Sticker und ich glaube, ich weiß schon, was ich damit mache. Die kann ich nämlich zum Beispiel in meiner Kita verteilen. Da freue ich mich schon drauf, wie die Kinder sich da freuen auf die Bildchen. Das wird toll. Und ganz, ganz wunderschön, hier sind so ein paar Postkarten mit Illustrationen aus den Büchern. Und seht euch doch mal die tollen Bilder an, wie schön das ist. Zweites. Da ist übrigens für die ganzen Elfen mit drauf und auch der Wichtel Michi. Der Weihnachtself Michi. Toll, oder? Und wow, guck mal, wie schön das gestaltet ist. Es ist so toll. Oh. So, so schön. Vielen, vielen Dank, liebe Zippy, diese tollen Bilder. Und jetzt kommen wir mal zu den Highlights hier, nämlich zu den... Oh, hier ist noch was anderes drin. Einen Moment. Was könnte das denn noch sein? Briefpapier. Oh Gott, ist das süß. Ich kriege gerade Gänsehaut. Oh mein Gott. Es ist ein brauner Umschlag und... eine Anleitung und ich lese euch mal vor, was hier steht. Hast du einen braunen Umschlag gefunden?
Sehr gut. Ich erkläre dir, was es damit auf sich hat. Wenn du Zickiger Zuckerguss liest, wirst du irgendwann feststellen, dass Hopsi jemanden etwas schenkt, was man nicht kaufen kann. Es ist ein Geschenk, das von Herzen kommt. Ich möchte dir die Möglichkeit geben, dasselbe zu tun. Der Umschlag ist für eine Person bestimmt, die du besonders lieb hast. Oh. Darin findest du einen Gutschein, den du noch ausfüllen musst. Schenke dieser besonderen Person etwas, was du nicht mit Geld kaufen kannst. Nimm dir ruhig Zeit zum Nachdenken. Wenn dir nicht auf Anhieb etwas einfallen sollte, dieses Geschenk hat kein Verfallsdatum. Vielleicht fällt dir etwas ein, wenn du gelesen hast, was Hopsi verschenkt. Oh, ist das toll! Das ist ja voll niedlich. Ich guck auch mal rein. Oh, und dann kommt der Gutschein von für. Und du bist ein ganz besonderer Mensch und ich bin froh, dass du Teil meines Lebens bist. Ich möchte dir gerne eine Freude machen. Eine Freude, die dir zeigt, wie viel du mir bedeutest und die man nicht kaufen kann. Och, süß. Und das ist so auch so ein schönes Papier. Ich zeig's mal. Ne, sieht man hier auch so schön braun. Oh, ist das toll. Na, also auf jeden Fall fällt mir da jemand ein. Vielen, vielen Dank für diese Möglichkeit, liebe Jasmin, liebe Zippy. Das ist echt eine tolle Idee. Besonders jetzt zur Weihnachtszeit passt das mega gut. Und ich glaube, ich habe auch schon eine Idee für jemanden. Oh, ist das schön. Das ist Weihnachten für mich. So was Tolles. Das ist echt schön. So, jetzt kommen wir aber zum tatsächlichen Highlight dieser Box. Obwohl alles ein Highlight ist, aber ihr wisst schon, wie ich es meine. Also, ja, zum eigentlichen Gewinn halt, zum Bestandteil, nämlich zum Buch Zickiger Zuckerguss. Und oh, ich sehe gerade, sie war so lieb, das hat sie schon angekündigt, die Überraschung. Da hat sie mir doch tatsächlich beide Bücher. Oh mein Gott, ist das lieb. Sie hat mir nämlich auch noch Himmeldonnerklöckchen mit reingemacht. Weil ich das selber noch nicht habe. Also ich habe Himmeldonnerklöckchen schon vielen meiner Freundinnen, die Kinder haben in dem Alter von 5 Jahren so, ab 5 Jahre ist das ja so, sind das die Bücher, habe ich die schon verschenkt, ganz vielen, aber für mich selber habe ich es noch nicht geholt. Aber dann meinte sie halt, dann schicke ich dir das auch noch mit. Ist das nicht toll? Das ist nämlich Himmeldonnerklöckchen. Und ihr könnt hier sehen, es ist nämlich auf der Longlist 2020 für den Self-Publishing-Buchpreis mit drauf. Und das sagt schon viel aus. Ja, also das ist echt großartig, dass dieses Buch diesen Preis auch gewonnen hat. Wunderbar, in der Kategorie Kinderbücher natürlich. Jetzt würde ich aber sagen, gucken wir doch mal in Zickiger Zuckerguss rein. Oh. Und da gibt es auch eine liebe Widmung. Könnt ihr auch gerne sehen. So toll. Für Helen, Zickiger Zuckerguss, eine Glocke muss man bimmeln, sonst ist sie traurig. Das stimmt, das habe ich auch schon in anderen Geschichten gelernt, dass es wichtig ist, die Weihnachtsglocken zu bimmeln. Und ich freue mich schon, dieses Buch auch zu lesen und bin gespannt, was Hopsi denn jemandem schenkt, was man nicht kaufen kann. Ganz, ganz toll. Vielen, vielen Dank. Und ich zeige auch gerne nochmal natürlich den ersten Teil, Himmeldonnerglöckchen. auch mit einer lieben Widmung. So süß. Vielen, vielen Dank, liebe Zippy. Himmeldonnerklöckchen, ich wünsche dir viel Spaß mit Hopsi und Michi in der Weihnachtswerkstatt. Mistelzweigige Grüße, Zippy. Ist das herrlich. Und ich würde sagen, ich lese euch nochmal ganz kurz, einfach um für diese wundervolle Person und diese herrlichen Bücher nochmal ein bisschen Werbung zu machen, einfach nochmal das Inhaltsverzeichnis von Himmeldonnerklöckchen vor, einfach um nochmal ein bisschen Lust darauf zu machen. Als angehende Osterhäsin soll Hopsi stillsitzen, die Löffel spitzen und aufpassen. Aber Hopsi schmatzt, wenn sie aufgeregt ist und schlägt viel lieber Purzelbäume. Wer nicht? Aus Versehen landet sie mit dem frechen Wichtel Michi in der Weihnachtswerkstatt. Das ist ein zauberhafter Ort, an dem man den Christbaumschmuck in der Luft fangen muss, Nüsse auf einer Wippe hackt und wo man jede Menge Spaß haben kann. Schnell fragt sich Hopsi, Himmeldonnerklöckchen, was spricht dagegen, keine Oster, sondern eine Weihnachtshäsin zu sein? Da könnt ihr mal gespannt sein, denn das klärt sich alles in diesem Buch auf und geht noch weiter in diesem Buch. Und ich weiß aus sehr, sehr guten Quellen, dass in Himmeldonnerklöckchen zum Beispiel ein wunderbares Rezept für Zimtsterne ist.
das man selber nachbacken kann. Und Leute, die das gemacht haben, die haben mir alle Rückmeldung gegeben, dass es wunderbar schmeckt und echt toll ist. Also liebe Leute, holt euch diese Bücher für euch, für eure Kinder, für alle, die sich an Weihnachten begeistern, die einfach ja, diese wunderschöne Wärme im Herz in dieser Jahreszeit, besonders zu dieser Jahreszeit, lieben und die dafür offen sind. Also wundervolle Bücher, ein richtig toller Gewinn, mir ist richtig warm ums Herz, also Bücher, Tasse und dieser tolle Gutschein, den ich auch noch mal kurz zeigen kann hier. Ja, also das ist wirklich richtig weihnachtlich gerade hier alles bei mir in meinem Studio. So ihr Lieben, ich habe das jetzt nochmal hier hinter mir aufgebahrt. Das Unboxing ist vorbei. Es waren, wie gesagt, wunderschöne Gewinne drin. Ich freue mich mega darüber. Besonders auch, ja, den Gutschein habe ich gar nicht mit hingestellt. Das war auch so wunderschön, wie gesagt. Und ich hoffe, ihr hattet genauso Spaß wie ich und konntet euch ein bisschen Weihnachtsstimmung ins Herz bringen mit diesem Video am ersten Tag, an dem man weihnachtliche Stimmung verbreiten darf. Schaut unbedingt alle auch nochmal auf Zippis YouTube-Kanal vorbei. Da gibt es nämlich auch immer Infos und Updates zu ihren Büchern und allgemein zu ihrem Autorenleben. Ich verlinke euch das oben im i, unten in der Infobox und natürlich am Ende des Videos jetzt noch einmal bei mir überall, damit ihr sie ganz leicht finden könnt. Und ich hoffe, wir sehen uns dann in einem der nächsten Videos wieder. Ciao!